Hallöchen und ein schnurzliches Willkommen zurück zu Raft mit Salome und Dragomir. Hallo. Hi. Die jetzt Hi. Alle anders aussehen. Ja. Hi. Ich bin jetzt einer von einmal den Lukas. In hässlich und einmal in noch hässlicher. Na, da bist du echt der Schönste hier, du. Ja, ne? Da hinten ist ein Fluss, glaube ich. Oh ja. Kannst ja hinschwimmen. Was ich gerade mache. Wir haben ja die Strong Diver und ja. Hi Hut. Aber dann damit auch meine Leute sehen, wie ich aussehe. Hi Hut. So sehe ich jetzt aus. Schmeckt geil. Mit so einer unfassbar geilen Schmierglatze. Ja, ich habe Hut auf, deswegen, damit man die auch ja nicht sieht. Weil das ist schon fies. Für jeden, der eine Schmierglatze hat, sorry. Bleib bloß im Gehege. Im Gehege. Oh, ein Ei. Im Gehege. Ich hab ein Stein. Das findest du fein. Können wir hier jetzt mal weg? Ja, ich bin gleich wieder da. Ich war doch beim Floß drüben. Ja, beim Floß war was los, weißt du? Ohne Moos ist nichts los beim Floß. Hm. Oh. Ja. Yay, yay, yay. So, oh. Wir können. Okay, Dockley. Wohin denn? Achso, genau, zu dieser Verkäuferinsel da wollte ich, ne? Der Anker war gar nicht unten. Oh. Jetzt habe ich ihn gerade runtergemacht. Huch. Du warst es. Ja, ich. Fahr mal geradeaus, bitte. Geradeaus? Ja, bitte. Nicht gerade zur Seite. Na, geradeaus. Tschüss, hi. Mach nicht mit dich. Da kommt doch hinterher der Arsch. Hä? Ich hab mir gerade so vor, wie er sich so abhetzt. So schnell sein. Wie er sich so abhetzt, näher zu kommen. Ja. So, nur noch ein paar hundert Meter, dann sind wir da. Die Meter. Dann kommen wir später. Guck, da vorne ist es schon. Was? Ja, das Riesending da. Die Eisinsel? Nein. Nee. Da wollen wir doch eh noch nicht. Oh, deswegen, da können wir bestimmt nicht viel buddeln. Geil. Ja. Und viele Vögel. Ja, Vogel in Sicht. Ja, wir haben ja einen Hut. Mach mal Anker bitte runter. Ich bin nicht so nah an die Insel dran, dass wir ihn besser drehen können. Danke. Anker ist. Weil immer dieses Drehen ist ein bisschen. Ne, dieser Wendekreis, der ist einfach, uff. Ja, der hat einen Wendekreis von einem Backstein, ey. Verdammt! Da war wieder wer ganz lieb. Oh, guck mal, die Kiste funktioniert wieder. Yay, yeah, ich geh trotzdem nicht dran. Oh, dieser Kiste nicht mehr. Da. Radadadada. Ich gehe mal tauchen, ne, nach Dingensens. Ach, dat. Nach, sag mit. Nach bösen Pufffischen, irgendwas. Hat irgendein Kind geschrien? Ja, bei mir draußen auf der Straße. Kokoshähnchen. Geil. Gerade reingelegt, schon ist es wieder weg. Ja. Hi. Conny, mir denn eine Angelbaue? Was, eine Angelbaue? Ja. Bau dir doch selber eine Angel. Hab ich gerade eben gemacht. Ach so. Eine Hangel. Bist du schon auf der Insel? Ein Fischschwarm. Nein. Oh, jede Menge Nemos. Brauchst mich ja zum Buddeln dann, ne? Yep.
folge ich dich mal. Eine ganze Menge Nemos und Marlins. Und jetzt habe ich mein Tagebuch aufgemacht. Und Cora. Und Coras, genau. Hier kein Vogel. Der war von der Sicht aus, wie wir drauf geguckt haben, vom Floß aus rechts. Moment, ich setze mich jetzt halt mal ein Vogelcappy auf. Hallo Mir, wo bist du? Insel. Ich auch, ich bin dir ja gefolgt, aber wo bist du? Ja, keine Ahnung, Insel. Wenn du mir nicht gefolgt bist, dann hast du was falsch gemacht. Ja, ich bin hoch. Ich musste gerade eben erstmal einen Hut wechseln. Hier. Yeah. Ja, ich komme. Weg. Ganz Deutsch. Weg. Weg. Weil ich in dem Moment aufstoßen musste. Weg. Hm. Was war das denn gerade? Brrrt. Klang irgendwie so ein Maschinengewehr. Ich muss dieser Person hier versuchen zu folgen. Oh. Metallbarren. Ja. Dreck. Oh. Schreck. Wolltest du sagen Schrott und Dreck? Dreck. Schrott und Dreck. Schreck. What the Schreck? War's schon? Weiß ich nicht. Was ich da unten ist, eine wilde Sau. Oh, du hast mich gesehen? Interessant. So. Aua! Die hat mal wieder einen auf den Deckel gekriegt. Oh. Die auch nicht. Wo. Blöde Drecksau. Eine Schmutzwutz. Eine ganze Menge Lehm. Haha. Keine Munition mehr. Nein. Ja, blöd, ne? Dumm geschossen. Ich hab sie. So, hast du noch was gefunden? Ich weiß, find's nicht. Doch, hier in der Wand. Oh, es regnet ins Wasser. Auf der Außenwand hier. Okay, Moment. Du warst richtig. Ach nee, das war die Schwein. Die Schweine alleine. Es. Einmal Titan, willst mich verarschen. Also ein Vogel ist hier definitiv nicht. Wer auch immer das gesehen hat, ist blind. Also ich sehe den Vogel groß und mächtig. Wo? Da, wo ich gerade hingucke. Ja, da hinten ist er. Okay, da bin ich blind. Ich habe ihn auch gerade gesehen, da hinten ist er. Ja, ich auch. Ich bin doch nicht doof. Das ist so die Gewohnheit, dass da einen abschießt, aber wir haben ja alle einen Helm auf. Ja. Wir können auch wieder Köder kaufen, ne? Getaucht? Haha, oh hi, musst du so an mir vorbeischwimmen? Ja. Ich schwimme mal zurück und hole welche. Okay. Okay. Okay.
Okli Dokli. Meinst du, hier ist ja nichts mehr auf der Insel vom Detektor her jetzt nein. gesehen? Nein, nein. Ui, hier ist eine Höhle. Dreck holen. Mach ich. Ich fühle einen Dreck für dich. Dankeschön. Hier ist ein Schiff. Hier ist so ein kleines Schiffswrack. Ganz weit unten. Interesting. Gott, wie weit runter geht das denn? Hier liegt überall noch was. Kugelfisch, Kugelfisch. Gerade noch so gesehen. Wo ist er denn jetzt? Da. Oh, hätte ich diesen Strong Diver gebrauchen können. Wir alle. Jo. Ich habe ein Kugelfisch. Du hast ja noch so viele Angelköder. Dann gehe ich wohl mal angeln jetzt. Ja, ich hätte halt noch mal welche holen wollen. Ja, aber wir haben 19 Stück. Lass uns die doch erstmal benutzen. Boah, ich sehe hier nichts. Ja, soll ich mitangeln, dass du allerdings, dass du nicht alleine bist? Dauert zu lange. Boah. Bei 19 Stück. Ich bin so froh, dass ich wenigstens eine Taschenlampe habe. Da sehe ich wenigstens was, wenn ich auf dem Grund bin. Aber wenn ich nicht direkt auf dem Grund bin, wo die Taschenlampe auf dem Boden leuchtet, da sehe ich nichts. Weil diese bescheuerte Sonne bei mir noch so blöd steht. Als immer auf den Knopf drücken, wo ich bei WoW das automatisch laufen habe. Kommst du denn auch als Herr, oder? Ich bin auf dem Weg. Jo. Jo, Bini. Komm mal mit eine Etage hoch, ich traue den Wellen nicht. Was? Ja. Danke. Oh. Ganze Menge Algen. Jetzt geht der Hai angeln. Ironie. Ja, schon, ne? Ironie. Iron. Puffer. Lisk. Was? Puffer Lisk? Puffer Lisk? Ein Puffer Lisk. Okay. Sieht aus wie ein Aal. Ein gelber Aal. Die Namen sind schon interessant, finde ich. Mhm. Ein gelber, stachliger Aal. Ja, wie so ein Kugelfisch, ne? Das wie ja. ein Puffer. Puffer wie? Puffer irgendwas. Puffer Lisk. Ja. Ich habe einen Fallenschnapper. Ein Schnibber, Schnabber, Schnubbel. So in der Art. Meine Mini-Ventilator ist der Saft ausgegangen, ist warm. Jetzt habe ich auch einen Pufferlisk. Warum wir tauschen? Mir ist kalt. 34 Algen. Dir ist kalt, ja, bitte tauschen. Ich will auch kalt haben. Dabei habe ich schon Gewitter und Regen hier gehabt eben. Ich habe einen Schaumspucker. Das ist bestimmt Tollwut. Oh, bestimmt. Ich habe einen Fallenschnapper. Dann pass auf deine Fußzähne auf. Wie geht? Toll. Wer braucht schon Fußzähne? Wer braucht denn schon Füße? Keine. Jo, die Möwe hat alles gekriegt, was sie haben wollte oben. Oh. Geil. Okay. Jetzt sind wir anbaulos. Ja. Ich war nicht rechtzeitig um, weil ich in ein Loch gefallen bin und unter Wasser war. Mhm. Und die Möwe stand so oben. Kraha, kraha. Ja, mit Rabimmel, Rabammel, Rabum hat sie noch dabei gesagt. Genau. Bin jetzt schon bei 55 Seetang. Was willst du mit so viel Seetang? Okay, gibt Glibber, ne? Ja, eben. Ah. Komm, put, put, put. Komm, put, put, put. Dieser kleine, hässliche... Schaumspucker. Puffe. Viech. Irgendwas. Viech. Wie kann man nur so ein hässlicher Fisch sein? Wahrscheinlich denkt sich der Fisch genauso das über Menschen. Wie kann man nur so ein hässlicher Mensch sein? Wie kann man nur so ein hässlicher Mensch sein? Also in echt sind die Kugelfische voll süß. Ja, das, die, sind die nicht so hässlich.
Und vor allem, die explodieren dann halt auch. Ich habe keinen Haken mehr. Du musst ja einen bauen. Hab schon. Ich bin out of Köder. Haken. Out of Köder. Ah. Willst du mir die Fische sonst rüberschmeißen? Dann gehe ich mit allen Sachen zusammen hin. Ich wollte gerade nochmal Köder holen. Aber warte. Hey, ich habe deine Sachen geklaut. Hey. Oh. Wie assi ist das denn? Bitteschön. Was denn? Was ist denn wieder schon wieder assi? Dass sie dir deine Sachen geklaut hat. Oh, das bin ich doch gewohnt, dass wir die Sachen geklaut haben. Nein. Aber warum sollen denn zwei auf einmal gehen? Letztes Mal war sie los, Köder holen, das war ja los. Ich bin so gewohnt, dass mir alles weggenommen wird. Warum ist deine Kiste auch nicht abgeschlossen? Ja, Pech, ne? Weil ich euch vertraut habe. Ja, hättest du mal lieber nicht gemacht. Hättest du mal lieber nicht gemacht. Ich vertraue niemanden mehr. Nie wieder. Gut so. Ja, ist besser so. Die Menschheit ist nur schlecht. Yep. Ja. Geh mit dem Kugelfisch kuscheln. Mach doch selber. Geh du doch mit dem Kugelfisch kuscheln. Na. Die mögen dich viel mehr als mich. Die sind so kugelig. Die mögen dich viel mehr als mich. Ach Quatsch. Doch, doch. Nee. Das haben die mir gesagt. Du kannst jetzt erforschen. Fortgeschrittene große. Achso, Anbaufläche. Jetzt was? Hatte doch die große genommen. Wieso war falsch? Das waren die für die Bäume. Oh. Ich habe das extra nochmal gesagt. Die mittlere. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel man darauf anbauen kann. Das ist die mittlere, das ist die große. Groß und klein. Soll ich mal eine herstellen, eine mittlere Anbaufläche? Was kostet? Blank und Schrott nur. Okay, ja, dann hau rein. Okay. Und dann wahrscheinlich so eine Pflanze mehr. Lass ich größere Pflanzen anbauen. Größere Pflanzen? Ah, steht da. Ach so, generell größere als bei der kleinen wahrscheinlich. Du hast nur zwei Plotzdinger. Hä? Ach, dann ist das bestimmt auch, dass das schneller wächst oder was? Ich hab keine Ahnung. Genauso? Wo stelle ich dich jetzt mal hin? Oh. Die sollen mal das Ding updaten, dass man das wieder benutzen kann. Weiß nicht. Das sieht aus, als könntest du nur zwei Pflanzen reinmachen und das war's. Wahrscheinlich Bananen einfach oder so. Was war denn das? Hm? Ich hab nichts gehört. Oh, jetzt ich die Hupe geholt oder Mohren. Oh mein Gott. Ich denk dann wahrscheinlich die ganze Zeit, dass da irgendwie draußen die Autos rumspinnen. Ich dachte, das ist ja hier irgendwo ein Schiff auf einmal, was hier herkommt. Die kann man nicht in der Hand halten, die muss man hinstellen. Sira! Ja! Ich bin gerade hier am Sammeln, ich habe keine Zeit. Ach so, ja gut, dann packe ich es einfach in deine Kiste. Ja, hast du mir die Kochmütze gekauft? Vielleicht. Also ja. Kochmütze. Ich gönne mir jetzt einen Smoothie. Habe ich auch hergestellt. Bist du glücklich? Den hast du nicht hergestellt, den ich getrunken habe. Ich habe da vorhin Smoothies hergestellt. Ja, aber den da nicht, den habe ich geholt. Hast du die Köder wieder geholt? Ja. Gut. Will mal jemand anders da jetzt mal steuern? Nö. Das ist your Aufgabe.
Aufgabe. Ich würde noch einen Moment da bleiben, vielleicht, weil wir gleich einen Rang aufsteigen, wenn ich noch ein paar Fische verkaufe. Hast du noch mal Dings für mich auch gehört oder so? Ich glaube, ich bin fertig drumherum geschwimmt. Ja, warte. Ich gebe dir mal die einfachen, komm mit. Ich habe jetzt eine Garderobe gekauft. Cool. Eine Garderobe. Steht im Schlafzimmer ums Eck. Cool. Dann kann ich jetzt meinen hässlichen noch hässlicher machen. Kannst du dich immer umziehen, wann du willst. Du musst nicht immer das Spiel verlassen. Das ist gut. Juhu. Klamotten tauschen. Wenn das gehen würde. Geht doch. Ja, nein. Dass ich eure anhab. Nicht mit das, was ich jetzt anhab. Finde ich schade, dass du nur die Farbe ändern kannst und nicht das ganze Outfit. Ja. Aber wir haben schon fast 3000 zusammen. 2400. Was? Ja, okay, die großen Fische, ne? Ja. Kriegen halt dann doch mehr. Hola. Ah. Was denn? Ich hab mich umgezieht. Okay. Zeig mal her mit deiner schicken, sexy Kochmütze. Ja, die Kochmütze habe ich nur nicht an. Oh Mann. Da ist eine Möwe wieder oben. Mofe, 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 Mofe. Marvin ist wieder da. Er kann es nicht haben, dass wir glücklich sind. Ach, jetzt habe ich verpasst. Hier ist aber keine. Ich glaube, ich habe sie schon verjagt, wo ich hochgelaufen bin. Da zwischen beim Tiergehege, da ist das große Ding, was ich gebaut habe. Falls sich wer gehört hat jetzt. Nö, ich habe nichts gehört. Okay. Sira, hast du vielleicht gerade Zeit und kannst du mal wieder Palmblätter oder Plastik oder sowas in unsere Müllpressen schmeißen? Kann ich machen. Hoch lebe das Recycling. Mhm. Hallo. Na. Alles klärchen. Ist dir auch so warm? Deine Kühlmatte liegt leider in der Paketstation. Da liegt so gut. Mhm. Das brauchen eigentlich Katzenkühlmatten, die lieben es doch warm, oder? Ja, aber doch nicht, wenn das so heiß ist. Keine Ahnung. Ich meine, ja, sie lieben es warm, aber wenn er schon nur noch im Flur liegt, anstatt in seinem Bettchen, ja, okay, ist ihm das ein bisschen warm. Dann ist verständlich, ne? Also es passen pro Recyclingstation 120 Sachen rein. Ja. Das heißt, pro Station 120 mal klicken. Ja. Da tut der Finger irgendwann weh, ne? Ja, sexy. Vor allem in rosa. Ja. Du bist doch nicht Sira, warum hast du rosa? Ich hab mich verklickt. Knack. Was war mit dem Rücken? Jetzt knack, knack, knacking on Chrissy's back. Oh, ja. Och, mit. Naja. Nächsten Monat der Termin. Dann wird entschieden, was passiert. Mit am Kreuz? Ja. So. Wahrscheinlich gar nichts. Weil? Meine Vermutung ist, dass meine Rückenschmerzen eher vom Gewicht kommen. Wenn ich bedenke, dass du, wie heißt das? Skoliose? Skoliose. Skoliose hast, bezweifle ich das sehr stark. Es ist vielleicht mit Grund, aber nicht hauptsächlich. Ja, ich meine, diese Grad vom Rückenschmerzen, die ich sowieso tagtäglich habe, das ist das Normale für mich. Aber das, was ich ja sonst, oder was ich jetzt habe, wenn ich lang stehe, das ist ja schon so, dass ich nicht mehr stehen kann. Ja. Dass ich schon gebückte ich Haltung... Ich glaube nicht, dass das nur vom Gewicht kommt. Ich meine, guck an, wie fett ich bin. Und ich habe auch gerade dauernd Rückenschmerzen. Ich
Hattest du nicht was abgenommen? Hattest du das nicht gesagt, Chrissy? Ja, oder? Nicht viel. Hm. Ah, Entschuldigung. Nicht viel. Okay. Aber bei Wirbelsäulenverkrümmung ist jedes Gewicht, was du zu viel hast, nochmal Belastung für den Rücken. Ja, das ist klar. Ja, das sowieso. Ja. Auch für die Knie, auch meine Knie sind kaputt. Selbst da merke ich das Gewicht. Klar. Aber die tragen dich ja auch. Ja. Die meiste Arbeit machen sowieso die Füße. Wie ich mal gelesen habe, dass unser Laufen eigentlich kein Laufen ist, sondern kontrolliertes Fallen, fand ich sehr lustig. Ja. So. Ich habe fertig. Ich auch gleich. Nicht nett. Ich schmeiße es in meine Kiste. Ja, ich habe ein Ü gehört nur. So, was war dein Kind? Ich habe Milch. Nein. Mein Kind ist gar nicht hier oben. Das kann sein, dass es von mir ist. Da sind gerade Kids im Hof zum Spielen. Ja. Ah, okay. Diese scheiß Plagen da. Oha. Immer diese Kinder, ey. Mann, ey. Da waren sie eigenen, weil sie erschimpft, dass du mal draußen ein Kind herumtoben und machen. Und dann waren es die eigenen gewesen, hochballer. Und die Kinder stehen vor, du brüllst runter. Jetzt haltet doch mal eure Plagen unter Kontrolle. Oh. Plagen! Unter Kontrolle jetzt! Was für Dreckseltern haben ihre Plagen nicht unter Kontrolle? Oh. Ja, meine eigenen, hoppala. Oh, wie meine Kleine so Bauchschmerzen hat, die hat vorgestern. Ja, nee, gestern. Ja, gestern war es, beim Einkaufen waren, hat die Bauchschmerzen gehabt, wie blöd. Und da konnten wir erst spät einkaufen gehen. Und als wir dann einkaufen gegangen sind, hat sie wieder Bauchschmerzen bekommen und hat halt geweint im Laden. Ich wurde angeguckt von den Leuten, ey, als wäre ich die schlechteste Mutter ever. Weil ich ihr halt nicht helfen konnte. Sie hat geweint, was soll ich denn machen? Mehr wie trösten und sagen, es tut mir leid, aber ich kann ihr nicht helfen. Ist ja auch nicht drin, ne? Ja. Dafür hat sie wenigstens den Globus vergast. Lama habt ihr zufällig nicht auf der Insel gesehen? Nope. Ich war nur draußen im Wasser. Ich bin ja nur dir hinterher gerannt. Ich hatte deine Aufmerksamkeit gesucht. Genau. Weißt du, wie sie sich angehört hat, also der, am Anfang? Als würde irgendwo eine Biene festhängen. Rang 3! Yay! Das höre ich bis hier, weißt du das? Vor allem, es sind so 3 verschiedene Töne. Burp, miep, burp, miep. Ja. Auch gedrückt halten. Nee. Wir brauchen unbedingt noch 2 weitere. Nein. Aber definitiv diese Taucherglocke. Nee, brauchen wir auch nicht mehr eigentlich. Die Taucherglocke. Brauchen wir nicht mehr. Ach, Mann. Da war aber noch irgendwas, boing, was wir haben wollten. Boing, ja, ich weiß. Boing, ich brauche aber die Müllwürfel. Was brauchst du? Flor ist Lava. Müllwürfel. Ach so, ich habe was anderes nämlich verstanden. Deswegen frage ich nochmal nach. Brühwürfel? Nein. Du willst nicht wissen, was ich verstanden habe. Du willst es nicht wissen, weil ich kann es nicht erwähnen. Will ich. Nein, ich kann es erwähnen, wenn der Stream fertig ist. Vorher nicht. Der Stream fertig ist vor allem. Hallo, Aufnahme. Wir nehmen nur auf. Es guckt keiner zu. Die Aufnahme. Und du musst deinen Kids ja die Aufnahme auch nicht zeigen. Hau raus jetzt. Mösenöffner, habe ich verstanden. Ja. Okay. Das wow. Schlimm. Ich sag Müllwürfel und sie versteht Mösenöffner. Also dein Kopf macht da Falsches. Ich weiß es nicht. Ich brauche Hilfe. Ja. Erschießt mich bitte einfach. Nein. Mösenöffner. Ja, vielleicht war es ja auch ein Dösenöffner, ne? Dösenöffner, ja. Hallo, ich bin der Heigo. Ich hab den Mösenöffner dabei. Ich konnte aber zeigen, wie das geht. Das ist ganz einfach. Mach mal die Beine breit. Ich habe explosives Pulver oder wie das Scheißzeug heißt. Ja.
Und? Ja, ich meine ja nur. Das ist schön. So, wollen wir eine Zugbrücke? Oder wollen wir ein Wikingerhorn? Oder wollen wir Bauplan für Feldflasche oder für Detailplanke? Was sagt ihr? Ich möchte gerne wissen, was die Detailplanke ist. Jetzt kann ich nichts mehr kaufen. Detailplanke. Ach so, ich doch, kann ich könnte eine Zugbrücke kaufen. Ich möchte dann irgendwann das Horn haben. Die Detailplanke. Fügt deinem Floßdesign Details hinzu. Oh. Das ist ein Hammer. Gefunden. Ich hab's gekauft. Nee. Oh, wow. Geil. Wahrscheinlich hast du jetzt Nägel als Ansehen, ja? Nee. Was denn? Dann kommen wir her und gucken, was ich gerade gebaut habe. Und? Ui. Wahnsinn, ne? Ui. Gebaut. Das... Wahnsinn, oder? Das Horn wäre geiler gewesen. Was ist das denn für ein Schrott? Die Detailplanke. Mach's weg. Das sieht ja scheiße aus. Kann ich das so wegmachen? Oh ja, tatsächlich. Ja, es gibt welche, die wollen halt dann so ein bisschen verschödern, ne? Chrissy! Ja? Nein? Yay! Was? Hast du eine Trompete? Ah, das ist das Horn. Ich hab mir auch was gegönnt. Nennt mich Captain, Landratten. Ah ja, ey, Captain. Oh mein Gott, was ich hab ich getan? Ich tröte für dich. Das musst du hoch zum Klavier stellen. Ja. Wir haben 32 Minuten. Oh, okay. Wir haben zu viel rumgetrötet. Ja. Dann bis zur nächsten Folge, ne? Tschüss. Tschüss.